Dann Aufstellung. Boah, nicht da in den Wirbel reinrennen. Nein, aus. Jetzt dürft ihr alle wieder angreifen. Okay. Erstmal die Halbtürme weg. Heilung über Zeit. Leichte Heilung. Der Havoc ist böse. Das war aber von vornherein klar. So. Einmal pro Begegnung Eisenschlag. So. Stehe ich gerade wieder in irgendwas Bösem drin? Ja. Stehe ich wohl. Weil irgendwas macht gerade Schaden über Zeit. Au. Hier ist noch nichts abgeklungen. Hier. Das sieht jetzt nicht so schön aus. So. Du stehst mir zu nah am Havoc. Du auch. Nee, höhere Entschlossenheit bitte. Beric heil. Der Havoc ist fast tot, das ist gut. Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Brauchst eine Bruderschaft. Boah, bei denen habe ich aber wirklich einen guten Pluspunkt. Der Havoc hatte Rezept für einen starken Heiltrank dabei. Und hier liegt noch was rum. Ach so, die Rastvorräte, ja. Hey, cool, jetzt ist auch hier drüben offen. Erstmal ein Quicksave machen. Da der Geisterbannhelm ein Artefakt ist, würde ich den gerne für mich behalten. Vor allem jetzt, da der Havoc weg ist und damit die Kreuzung sicher. Sturm. Zweihandmeisterwerk ist auch eine Artefaktwaffe. Both Iron Claw and Mr. Claw is good for killing. Ja. Fesseln entfernen. Sie reibt sich die Beule an ihrem Kopf. Diabolischer Mistkerl, er wusste, dass er mir allein nicht gewachsen sein würde. Sie verteidigt sich vor dir. Danke, du hast den Dank der Eisen gebunden.
Natürlich, Meisterin Zedina, aber ich komme im Namen von Gräfin Ash, er will dich sehen. Zedina nickt. Wie du wünschst, Schießersbind. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Treffe mich mit Gräfin Ash. Es wird mir eine Ehre sein, direkt vor ihm zu sprechen, nachdem ich schon so lange für ihn arbeite. Wir stellen bereits Waffen und Rüstung für seine Männer bereit. Ich weiß nicht, was er sonst noch von mir brauchen könnte. Sie verneigt sich und salutiert. Du hast dich als ehrenwerter und vertrauenswürdiger Anführer erwiesen. Mögen die Feuer und deine Äste niemals abkühlen. Woraus eine Bruderschaft? Eisengebunde sind wir auf maximale Gunst. Das ist, glaube ich, jetzt die erste... Ne, Geschmiede sind wir auf maximale Gunst. Wo hat sich was geändert? Verbotene Passage. Ich behalte den Geisterbahnhelm auf jeden Fall. Niemand bleibt zurück. Ja, und das war das mit den Blutkantoren. Und jetzt müssen wir noch den Turm aktivieren. Der Havoc war diesmal einfacher als der letzte. Was ja jetzt keine Kunst ist mit der guten Gruppe, die wir haben. Mit den guten Waffen, die wir haben. Da geht jetzt auch die Tür auf. Das ist auch okay. Unhalle. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns noch die Runenhalle an. Round quivers and gleams, watching with mystic eyes, watching without blinking. So. Verschwommenen, aber richtig proportionierten. Der neuen Zufuhr der Abruf verhüllt die verbleibenden Lücken auf der Schriftordnung und verleiht dir ein klares, gemeißeltes Bild. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt auch... Ich guck mal kurz, was habe ich denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich Eisenstiefel, hätte ich. Und die Handschuhe eines Eisenschreiters. Ich hätte aber auch eine Eisenschreiterrüstung. Armschienen der bronzenen Bruderschaft, bronzene Armschienen. Armschienen eines Eisenschreiters. Gut, dann bin ich jetzt wirklich gut gepanzert. Ich habe jetzt viel mehr Rüstung. Allerdings ist meine Geschwindigkeit schon ein gutes Stück gesunken. Auf 4,8 von 3,7, also 1,1 Sekunden langsamer bin ich dadurch. Muss ich mal in meinen Verteidigungsskills, wenn ich jetzt dann in Reichweite die letzten beiden Punkte reingesteckt habe, muss ich mal gucken, ob ich bei Verteidigung was machen kann. Ja. Hier zum Beispiel. Bonus und ein Bonus auf die Erholung. Genau die beiden bräuchte ich. Haltung Bollwerk. Führt dazu, dass Stoß das Ziel unterbricht, oder? Während diese Haltung aktiv ist, verspottest du den Feind nicht unbedingt. Klingenwand. Hm. Bonus auf Schaden, Verteidigung, Rüstung. Nee, Rüstung nicht unbedingt, aber das hier hätte ich gerne. Es wären zwei Level-Ups. Sturm. Will do. Gut, dann gucken wir doch mal. Ja, das kriegen wir hin. Kreis und die zwei Dreiecke.
So. Das war das. Das ist das. Das. Und das. Okay. Ja, ich würde sagen, bevor wir auf den Turm hochgehen, da das viel zu lange dauert, werde ich hier jetzt schon meinen Cut machen, auch wenn es ein bisschen früh ist für diese Aufnahmesession. So ungefähr 3-4 Minuten zu früh. Obwohl, schauen wir noch auf den Turm hoch. Wenn mir jetzt nicht das Spiel abstürzt. Nein. Es lädt. Ich finde, das sieht immer so cool aus, wenn die Türme sich aktivieren. Das inzwischen vertraute Licht des Turms strömt himmelwärts. Es verblasst am Horizont in der Richtung, in der Windrins Brunnen liegt. Du spürst, wie der Boden unter dir nachgibt und verschwindet, als du dich der Wärme der Energie hingibst, die dich umfängt. Der Turm des Sonnenuntergangs in Lithians Kreuzung fühlt sich an, als würde er unter der Last seines Alters leiden, als hätte er eine zentrale Stütze irgendwo in seinem Inneren über Jahrhunderte hinweg das erdrückende Gewicht getragen und würde sich nun danach sehen, endlich nachgeben zu dürfen. Die Energie, die dich durchströmt und eine Verbindung zu Wendrins Brunnen schafft, stärkt die Steine unter deinen Füßen. Die statische Schwäche, die du spüren konntest, verschwindet. An ihre Stelle tritt eine Selbstsicherheit, die diesen Turm nach Jahrtausenden lang tragen kann. Habe Hafenlande noch nie von so hoch gesehen, aus Vogelauge. Ist schön von hier auf Heimat und Bäume und Schatten zu sehen. Kann sehen, wo Schattenjägerstamm Lager hatte, wo Tierfrauen gejagt haben und gekämpft und gepaart. Sie neigt ihre Schnauze in Richtung Osten, ihre scharlachroten Augen sich sind weich vor Sentimentalität. Von hier wirken sogar die Altmauern jämmerlich. Diese edle Aussicht ist nicht für unser eins bestimmt. Beric schüttelt langsam den Kopf. Wer hätte gedacht, dass all das hier oben ist, während ich da unten saß und meine Zeit damit verschwendet habe, eine Gruppe von Anhängern aus Flüchtlingen in Lethians Kreuzung zusammenzusammeln? Die unangezapfte Macht in diesem Turm ist erstaunlich. Ich muss herausfinden, wie ich etwas davon bekomme. So, das Upgrade, das suchen wir uns in der nächsten Folge erstmal aus. Ja, beanspruche die verbleibenden Türme in den Stufen. Das war hier unten. Spitze des Turm des Sonnenuntergangs in Lithians Kreuzung. Ja, gut. Das heißt, ich speichere hier jetzt. LP 024. Da mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.